So, das war schon mal. Zack. Aha! So, Blaze Tausch mit Tamira. Wir haben doch noch die Giftspitzen, oder wie war das, ne? Wenn ich jetzt die ausgetauscht haben sollte, dann krieg... Gut, wir haben sie noch. Sonst hätte ich mich getreten. Sonst hätte ich mich echt getreten. Wäre das nicht gewesen, dann hätte ich mich echt getreten. Ja. Haben wir noch irgendwas? Frostheiler habe ich nicht, aber wir haben einen Hyperheiler. Achte mal, Bier. Effektiv gegen Psycho, Wasser, Pflanze, Unlicht, Käfer, natürlich. Wir haben alles außer das, was wir brauchen. Aber das ist ja wie bekanntlich immer der Fall. Und nicht einsetzen, sondern geben, bitte. Geben. Ich werde mal eine Tamira geben, einfach nur so. Und geben Gabriel. Denn ich habe so das Gefühl, dass gerade Gabriel hier guten Schaden machen wird. So, bin ich bereit? Verdammt, so bereit war ich noch nie. Pokémon und Menschen müssen vieles auf die harte Tour lernen. Ich habe so das Gefühl, ich werde jetzt hier das erste Mal verlieren, liebe Freunde. Höre auf den Rat eines Erwachsenen. Ich habe schon Pokémon trainiert, bevor du überhaupt geboren wurdest. Du kannst mich nicht besiegen. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde dir nun meine Macht demonstrieren. Ich habe so einen richtig Bammel. Richtig Bammel habe ich gerade. Lurok, du solltest mir nicht so viel können. Das gibt mir die Zeit, Giftspitze zu legen. Bleibt natürlich nur die Frage, ob sein Signature-Pokémon das auch mag. Ich bezweifle es. Weil irgendwas haben wir ja sowieso in der Hinterhand. Oder das Beste. Das ist so geil. Hauptsache, der killt sich mit Hagelsturm selber. Das ist mir egal. Du machst mir nicht mal ein bisschen Schaden. Und ob meine Initiative gesenkt wird oder nicht, ist mir vollkommen Latte. Latte Macchiato. Machen wir Säure. Ich habe ja jetzt meine Falle ist ausgelegt. Bleibt nur noch die Frage, ob er anbeißt. Ja? Wird er anbeißen oder lässt er es? Ja, das macht ja mal gar keinen Schaden. Aber egal, wir sind hier ja nur, um es quasi auszustallen. Ich werde meinen Pokémon auf jeden Fall heilen, weil ich habe so das Gefühl, dass ich das noch brauchen werde. Und da ist es. Das Viech, wovor ich Angst habe. Keife. War klar, dass das nicht effektiv ist. Und ich weiß, was er hier vorhat. Deshalb werde ich mich sicherheitshalber schon mal zurückziehen. Gengar hat Schwebe, ne? Predicted. Machen wir einen Konfu-Strahl. Das kann wieder schön werden. Bisher klappt das wirklich alles super. Das klappt gerade sogar mehr als super. Ich bin erstaunt, wie gut das klappte. Citrobeere. Und vor allen Dingen, das Gift wird nicht schwächer. Das wird jetzt immer mehr abziehen. Spukball. Bom. Na, es geht auf jeden Fall gut runter. Ja, mach du nur Hagelsturm. Da ist mir egal. Das ist mir so egal, das glaubst du gar nicht. Hagelsturm geht mir sowas von am allerwertesten vorbei. Allerdings geht das jetzt in den roten Bereich, ja. Jetzt kommt er dran.
Das wollte ich allerdings nicht hervorproduzieren. Wieso geht... Ist das jetzt durch den Hagelsturm daneben gegangen? Alter, das macht so viel Schaden. Ey, wieso treffe ich denn nicht mehr? Wie viel macht das Gift jetzt? Komm, zeig mir, wie viel machst du jetzt? Alter. Ja, das war's jetzt hundertprozentig. Also, das überlebt er nicht. Das hat echt super geklappt. Da haben wir schon mal sein Signature-Pokémon platt gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so einfach wird. Aber, Giftspitze und Co. sind nun mal halt eine nicht zu verachtende gute Kombination. Das vergisst natürlich jeder. Klar, ich hätte jedes x-beliebige Wasser-Pokémon nehmen können. Aber ich habe mir schon was dabei gedacht mit Tentacher. Gerade Giftspitzen finde ich richtig nice. Tarnsteine sind auch gut. Die kann man nicht nur im normalen Durchspielen nehmen, die kann man auch so nehmen. Gerade Giftspitzen, wenn es gerade mal hart wird. Wenn man natürlich auf einen Fluggegner trifft, ist das scheiße, aber ich bitte euch, guckt euch das an. Ich mach den sowas und fertig. Der hat ja nicht mal eine Schnitte. Das ist schon sein zweites Down. Yugong. Und schon bist du wieder vergiftet. Das war gar nicht schlecht. Pass mal auf, da kommt noch mehr. Verdammt, du bist ja schneller. Oh nein, du bist ja Level. Du bist ja höher vom Level. Und meine Init wurde einmal gesenkt, das hatte ich voll vergessen. So. Ich brauche jetzt einen, der das gut wegtanken kann. Spezialverteidigung ist hoch, allerdings trifft er mich hier mit allem gut. Gabriel ist... Ach komm, meiste Gabriel rein. Holen wir Gabriel rein. Das sollte ganz gut klappen. Jetzt machen wir noch eine Matschbombe hinterher. Dann läuft der Laden. Das ist uncool. Er hat es geschafft, mich auszukontern. Zumindest das Gift auszukontern. Aber letztendlich ist es egal. Gewinnen kann er nicht mehr. Gewinnen kann er nicht mehr. Lol. Schlaue Taktik, mein Freund. Aber ich habe die Sehnelbeere. Ich bin wie die Weide, biegsam und hart. Noch kriegst du mich nicht klein. Mein Freund. Deine Weide interessiert mich nicht, die Bohne. Bitte jetzt mal. Das ist aber jetzt nicht dein Ernst. Alter. Gehst du mir auf die Nüsschen? Ja, wenn du dich heilen darfst, dann darf ich mich auch heilen. Ein Hypertrank, bitte. Dankeschön. So einfach meist ihr dann doch auch nicht. Eissplitter. Ja, das dachtest du dir, ne? Das dachtest du dir. Du Kleiner. Kung-Fu-Strahl. Dann machen wir es halt auf diese Art. Eine Art, die relativ unsicher ist. Aber wenigstens zu 100% trifft nicht wie so manche Superschall.
falls der ein oder andere sich noch an das Fiasko erinnert. So, dann schmeiße ich jetzt nur noch Matschbomben auf dich, mein Freund, damit ich dich wieder vergiften kann. Das ist doch so unfair. Matschbombe! Wieso kannst du denn jetzt schon wieder ziehen? Wieso war der denn jetzt schneller als ich? Ich versteh's nicht. Ich verstehe die Welt nicht mehr, Leute. Ich verstehe die Welt nicht mehr. 29. Schlitzer! Oh nein, jetzt habe ich die ganze Zeit dieses Gepiepe hier. Tauschen wir Verfolgung aus. Ja, komm, das ist nicht so. Schlitzer. Jetzt bin ich am Ende meiner Weisheit. Nicht nur am Ende deiner Weisheit, mein Freund. Dein Können hat mich schwer beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten dieses Lebens mühelos überstehen. Du bist dieses Ordens würdig. Der Eisorden. La, da. Ba, ba, ba. Ja, die Attacke Whirlpool zu erlernen, mit der du selbst rasende Stromschnellen überqueren kannst. Und das hier ist ein ganz besonderes Geschenk von mir persönlich. TM07. Darin findest du Hagelsturm. Ein kurzer Hagelschauer. Der kurze Hagelschauer, den diese Attacke verursacht, wird deine Gegner ganz schön durchschütteln. Sie verkörpert all die Grauen eines harten Winters. Ich hatte jetzt mit Eissturm oder sowas gerechnet. Hatte ich jetzt wirklich gehofft, dass ich das dann Psyana oder so beibringen kann, dann hätte es wenigstens eine gute Attacke. Aber mit Hagelsturm kann ich nichts anfangen. Das ist wirklich so eine Attacke, die brauche ich nicht. Ist nett gemeint, aber nein. So. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach straight zur 6. jetzt gehen und werde die, wie hieß er? Ach, wie hieß die denn jetzt noch? Die 6. Arena-Leiterin herausfordern, ja? Das ist dann quasi die Krönung zum Abschluss. Mal eben die restlichen Arena-Leiter aufräumen, die ich übrig gelassen habe. Aber sonst fällt mir nämlich nichts anderes als trainieren ein. Weil mit der Story geht es erst weiter, wenn wir die bis alle so 7 Orden haben. Und gerade das ist es, die Krux an der Geschichte, meine Freunde. Das haben wir nämlich noch nicht. Und trainieren möchte ich euch nicht schon wieder aufdrehen. Das habe ich ja schon in Feuerrot gemacht. War ja jetzt nun wirklich nicht schön. Ich glaube, da hatte ich 4 oder 5 Parts nur mit Training. Ich meine, die Aufnahme geht auch nicht mehr allzu lang. Das sei gesagt... Moment, ich muss noch in den Supermarkt. Aber ich denke mal, das kann man als krönenden Abschluss der Aufnahmen betrachten. Ja. Hallo, hallo, du musst Alexis sein. Deine Mutter hat mir ein Paket gegeben. Hier, bitteschön. Kehrzahlbeeren. Pass auf, die sind jetzt gegen Eisattacken. Komm bald wieder. So. Schuckebeeren. Pass auf, die sind aber jetzt für Eisbären. Ne? Irgendeine von denen sind für Eisbären. Übertrank. So, da haben wir bei Norbert gar nichts verloren. Das ist gut. Piappa-Bären. Dass die nichts Normales einkauft. Nein, es muss immer sowas sein. So, wie viel haben wir an Pokebällen? 16. Machen wir 9 draus. Kaufen wir uns auch noch ein paar Hyperbälle. 25. Danke. Geben wir unser Geld mal wieder einfach so raus. Machen wir 8 draus. Davon brauchen wir gerade nichts. Schutz wäre auf jeden Fall nochmal eine Idee. Machen wir 10 draus. Und ich nehme auch mal 1-2 Fluchtseile mit. Machen wir 5. Man weiß ja nie, wofür man diese Fluchtseile brauchen kann. So. Da sind wir auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite.
Und dann gehen wir los. Ich denke mal, ich kann mit Igor hier viel machen.